So. Perfekt. So, Leute, willkommen auf jeden Fall zum BYB Team Call letzten dieses Jahr. Und die erste Person, die ich wirklich ankündigen möchte, hier nach vorne bringen möchte, ist der liebe Zacker. Und ihr müsst euch vorstellen, Zacharia ist jemand, den ich wirklich ins Herz geschlossen habe von Tag 1, weil er war anders als die meisten, wisst ihr? Er war jemand, der, mit dem konntest du auf der einen Seite Spaß haben, auf der anderen Seite kannst du mit ihnen an Zielen arbeiten, an Visionen festhalten. Und er ist einfach eine Loyalitätsperson, wisst ihr, weil er ist für seine Leute da. Er hat sich auch eine große Organisation mittlerweile aufgebaut. Am Anfang hat er Schwierigkeiten mit sich selber erstmal klarzukommen, musste erstmal sich selber da und da Dinge aneignen. Aber es ist so krass zu sehen, wie Zucker jetzt mittlerweile Menschen führt, wie er Menschen an die Hand nimmt. Er hat eine Organisation von 40 Leuten. Leute, ihr müsst euch vorstellen, der durchschnittliche Unternehmer in Deutschland hat 10 bis 20 Leute, um die er sich kümmern muss. Zucker, 40 Leute, um die er sich kümmert, für die er da ist. Ich sehe das jedes Mal bei ihm, wenn ich bei ihm bin, ein riesen Whiteboard hat einen Namen der Leute drauf, denen er helfen möchte. Und da steckt der Clou drinne, Leute. Das Wort helfen. Zucker hat es verstanden, dass er helfen möchte. Er ist hier, um wirklich Menschen zu helfen, einen Impact zu schaffen, Menschen wirklich etwas zu geben, was die vielleicht in ihrem Leben noch nie bekommen hat. Weil wisst ihr, wofür, was ein Leader ist? Ein Leader ist jemand, der Leute an einen Ort bringt, wo sie selber noch gar nicht die Intention hatten, an diesen Ort zu kommen. Das ist ein Leader. Und genau das ist das, was Zucker wirklich jeden Tag wirklich vorhat, Leute dorthin zu bringen, wo sie wirklich hingehören. Deswegen, Zucker, ich freue mich auf deinen Part. Du bist Co-Host und ich würde sagen, let's crush it und lasst uns mal Gas geben für Zucker, den ersten Speaker. Let's go. So, was geht, was geht, was geht? Team BYB, ey, ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Bro Ali, ich danke dir von tiefstem Herzen für die schönen Wörter, Bro. Ich fühle mich richtig geschmeichelt, wenn du so redest über mich, ne? Bro, vor einem Jahr war es nicht so, aber jetzt, Bro, dass ich mit dir das Ganze aufbauen darf, Bro, ist ein großes Privileg, wisst ihr? Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall und ich habe die Ehre, hier eigentlich speaking zu dürfen, weil es ist gar nicht selbstverständlich. Deswegen, ich will direkt starten mit so ein bisschen Dankbarkeit, weil Dankbarkeit ist die höchste Form von Frequenz und deswegen, ich bin extrem dankbar für jede einzelne Person, der hier ist. Ich bin extrem dankbar für die Menschen, die mir einfach vertraut haben und die einfach mit mir das Ganze aufbauen, weil es ist auch gar nicht so selbstverständlich. Wisst ihr, so jede einzelne Person von euch, ohne euch, wir wären heute gar kein Team. Ohne euch wären wir heute kein BYUB und deswegen, ich bin extrem dankbar für jede einzelne Person, der seit Anfang des Jahres dabei ist, aber auch der einfach in der Mitte des Jahres einfach angefangen hat, weil wisst ihr, in diesem einem Jahr ist so viel passiert. Ich erinnere mich, als wäre das so gestern, 2023, wir haben noch gefeiert. 2023, das ist unser Jahr, kennt ihr bestimmt alle so, wisst ihr? So, und deswegen, also ich habe sehr viele Menschen gehen sehen, ich habe aber auch sehr viele Menschen kommen sehen und ich freue mich auch einfach auf jede einzelne Person, weil glaub mir, ich liebe einfach, Menschen kennenzulernen. Das war immer schon so meine Intention seit Tag 1. Okay, und ich weiß, guck mal, wir sind hier 35 Personen. Und wenn ihr guckt in die Gruppe, wie viel eigentlich wir sind, sind wir eigentlich ein bisschen mehr, das Doppelte. Aber wisst ihr, hier sind immer die richtigen Menschen. Hier sind die Menschen, die einfach ehrlich wertschätzen, was ein Team überhaupt ist. Ehrlich einfach aus ihrem Leben was machen möchten, weil, ey, vergisst eine Sache nicht. Am Ende des Tages, in IM ist es genauso wie in der Präsentation. 95,5. Zu wem willst du gehören? Okay? Vielleicht bist du noch am Anfang, vielleicht bist du noch etwas länger dabei, also länger als Adi und ich und Jasmin seid ihr, glaube ich, der meisten hier nicht. Außer Sascha, glaube ich, vielleicht. Deswegen, aber, so, bester Mann Sascha. Aber wisst ihr, so, ich schätze das einfach, wisst ihr? Und deswegen. Und ich will einfach auch mit Dankbarkeit für diese Leadership, weil, wisst ihr, innerhalb dieses einem Jahr, wir sind einfach hoch und runter gegangen, okay, müsst ihr so vorstellen. Und dieses Leadership, ich arbeite zusammen mit diesem ganzen Leadership aus BYUB, aus IM, so wisst ihr, und ihr müsst euch vorstellen, was die alles so machen für uns, ihr wisst es gar nicht. Wenn ihr das seht, ihr denkt ihr, ey, was sind das für Menschen eigentlich, dass sie einfach jeden Tag, jede Stunde, jede Minute einfach erreichbar sind. Und dass sie einfach für alles dafür sorgen, dass wir einfach vorankommen, dass wir unsere Zukunft einfach verbessern können. Okay? Das siehst du nirgendwo. Wisst ihr, ich habe damals angefangen zu arbeiten und ich habe manchmal so Hilfe gebraucht. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so neu in der Ausbildung seid oder neu in der Arbeit seid oder wo auch immer noch neu seid. So keiner kommt euch direkt so, ey, brauchst du Hilfe, sag Bescheid. Die sagen das zwar, aber wenn du zu oft
nach Hilfe fragst, sagen die dir, ey, nicht jetzt, ich komme gleich. Ey, nicht jetzt, ich komme gleich. Wisst ihr? Probier das aus. Und ich werde hier keinen Quatsch sprechen, weil ich weiß, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich habe nicht nur einen Job gemacht in meinem Leben, ich habe mehrere Jobs gemacht, wisst ihr? Und ich habe es jedes Mal gemerkt. Ey, ja, die helfen 100%. Ich sage nicht, es gibt Menschen nicht, die da draußen helfen, aber nicht wie hier, weil wir kennen einfach Menschenwerte. Wir schätzen einfach Menschen, wisst ihr? So, wir wollen mit euch eine, nicht so ein Relationship, so ein Business Relationship aufbauen, sondern wir wollen eine langfristige Beziehung aufbauen. Und das macht eigentlich ein echtes Business raus. Wisst ihr so, weil wir denken langfristig. Kurzfristig denken, tut mir leid, nur Verlierer. Ich bin euch offen und ehrlich, weil wenn du zum Beispiel in den Gym gehst und erwartest, dass du innerhalb von 2 Monaten ein Sixpack bekommst, Bro, ich muss dich leider enttäuschen. Okay? Und genauso wie ist das hier. So, wir sehen das einfach als Langfristigkeit und deswegen, ich bin auch extrem dankbar für unser Leadership, für Ali, dass er sich einfach die Mühe immer gibt, uns einfach so viel Mehrwert zu geben. Er organisiert so viele Sachen. Stellt euch vor, ihr müsst jeden Mittwoch, jeden Montag, meine ich, und Sonntag sogar alles vorbereiten. Außerdem hast du noch Calls, die du machen musst. Stell dir vor, du musst es jeden Tag machen. Wie kannst du damit mit dieser Verantwortung überhaupt umgehen? So viele Menschen einfach zu helfen, so viele Verantwortung, dieses Übersicht einfach überhaupt zu haben. Wisst ihr, und deswegen, ich bin auch dafür extrem dankbar, dass Ali überhaupt einfach noch immer noch mit uns ist. Ohne dich, Bro, sind wir auf jeden Fall verloren. Deswegen, ich danke dir, Bro, für alles. Dann noch auch diese Mentoren, die wir hier haben. Okay, Leute, hey, glaub mir, ich habe ein bisschen letzte Zeit ein bisschen reflektiert. Okay, so eine Person wie zum Beispiel, nur als Beispiel, so ein Alex Morton, so ein Matt Rosa. So diese ganze große, ich sag, höher Tiere bei uns, ne? Bro, wo findest du, egal in welchem Unternehmen du bist, wo kannst du mit solchen Menschen sprechen? Bro, bei mir auf der Arbeit, die Leute haben Angst von dem Chef, von dem CEO. Oh, der Chef ist da. Setzt euch alle hin. Wisst ihr, was ich meine? So, ich denke mir so, hä? Bro, das ist auch ein ganz normaler Mensch. Was hat der erreicht? Der hat nur seinen Kopf ein bisschen bewegt. Und das gemacht. Und glaub mir, hier haben wir einfach Zugriff auf Leute, die nicht nur Unternehmer sind, aber mehrere Investments gemacht haben. Leute, die mit DJ Khaled Golf spielen gehen. Wisst ihr, was ich meine? So muss ich es vorstellen. So, Julian Kuschner spielt so Golf mit DJ Khaled. Könnt ihr es so vorstellen? Stell dir vor, Julian Kuschner, ich konnte zwei, dreimal, ich war auf drei Events, diese Step-Up-Events, okay? Und ich durfte dreimal die Leute Fragen stellen. Die waren einfach face to face. Die haben sich so die Zeit genommen. Der Typ, Jennifer Lopez, Bro, der Typ, er hat mir jetzt kein direkter gezeigt, wie viel er verdient. Er hat mir nur gezeigt, wie viel Steuer er zahlen muss. Steuer, das Wort Steuer ist für uns schon so ein schweres Wort. Wisst ihr, er hat mir die Zahl gezeigt. Er sah eigentlich so klein aus. Ich habe angefangen zu zählen, so 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ich denke mir so, Digga, Steuer, er zahlt siebenstelligen Steuer. Bro, das machen wir nicht mal in 10 Jahren. Und er zahlt Steuer. Das sind Steuern, ne? Ich will nie, das ist kein Einkommen. Steuer. Und deswegen dachte ich mir so, ey, ich bin so geflasht einfach, dass ich einfach solche Menschen fragen darf, dass die mir einfach zeigen, wie viel sie verdienen ungefähr. So, und dass ich mit denen überhaupt sprechen darf. Und am Ende sagen, sind das immer noch Menschen. Aber so, ihr kennt das so, diese Leute findet ihr nirgendwo auf der Straße. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn du jetzt, egal wo du bist auf dieser Welt, wenn du auf die Straße gehst, Bro, das ist 0,00001% Chance, dass du überhaupt diese Leute triffst. Und deswegen, da bin ich auch extrem dankbar für diese Leute. Ich bin extrem dankbar, dass sie sich einfach bei IM sind, weil ich habe gemerkt, so IM hat einfach die richtigen Werte, okay? Ich habe so viele Leute gesehen, so viele Firmen angeschaut, ich bin euch offen und ehrlich, aber keiner kann uns stoppen. Wenn es um Leadership geht, wenn es um Menschen inspirieren geht, keiner kann uns leider Gottes nicht stoppen, weil einzigartig, wir sind einzigartig, deswegen, aber auch für IM, was sie alles für uns macht. Ey, guck mal, wir haben schon wieder 10 Tage, wo die Leute bis zu 50 Euro sparen können. Ey, ich hätte es mir da damals gewünscht, fragt Ali. So, ich war ein richtiger Gieriger. So, ich war richtig geizig. So, wisst ihr? So, 50 Euro sparen können, um das Ganze hier zu erlernen, um das Ganze hier einfach sich
Aorus zu nutzen, um dieses ganze Educator zu nutzen, um diese ganze Menschen einfach Zugriff drauf zu haben, okay? Und deswegen dafür bin ich auch extrem dankbar, dass Christopher Terry, ich glaube, das, was die einfach erzählt haben, was jetzt in Budapest passiert wird, so, ey, das wird krank. Das mit dem AI, mit dem künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon davon gehört hat, aber als ich das gehört habe und wie er das nutzt, es geht nicht darum, einfach künstliche Intelligenz und dass wir sagen, ja, wir haben das. Nein, nein. Wie es funktioniert, wie Trading funktioniert, wie Christopher Terry sein, er bringt AI, wie er tradet. Könnt ihr euch das so vorstellen? Christopher Terry, der damals in der Wall Street das Ganze hier aufgebaut hat und beziehungsweise das Ganze gelernt hat. Er bringt AI das Ganze bei. Wisst ihr, was ich meine? Was denkt ihr, was mit uns hier passieren wird? Okay, und dann kommen natürlich alle anderen, die uns kopieren, hin und her. Aber scheiß auf die, ich gehe jetzt nur noch um IM, weil wir haben den Source, wir haben hier die Quelle, okay? Und deswegen, dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, so für jede Einzelperson, für IM, für unsere Mentoren, aber auch für die Entwicklung, die wir hier geschafft haben, okay? So, wenn ich hier sehe, so Alush vor einem Jahr, so NS, vor kurzem, also auch vor 6, 7 Monaten, also meine Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite, aber auch ihr so, hier die ganzen Leute, die ich hier, ich habe euch über kompletten Sicht, deswegen, so die Entwicklung, die ihr einfach die letzten Zeit gemacht habt, wisst ihr? So, seid mal ehrlich, dieses persönlich, ihr seid persönlich so krass gewachsen, euer Mindset ist so krass gewachsen, so wenn ihr echt euch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann weiß ich auf jeden Fall, ihr könnt nicht mehr der alte Person sein. Ihr könnt das nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich so nachdenke, mein altes Leben weiterzuführen, ich dachte mir so, Digga, was war ich da für ein Spasti? So, das ist kein Leben, die man führen kann, wisst ihr? Ich fühle mich sogar, wenn mein Kalender ein bisschen leer ist, ich fühle mich so scheiße, ich fühle mich so leer, ich fühle mich so, ey Digga, was passiert mit mir, Mann? Das bin ich doch nicht. Wisst ihr? Und deswegen, dafür bin ich auch extrem dankbar. IM hat mir einfach mein Potenzial gezeigt. Und ja, guck mal, ich will auch kein Problem mehr hier ansprechen, was auf der ganzen Welt passiert, okay? Ich will das gar nicht auch so vermerken, aber ihr seht, so viele Kriege ist gerade passieren, so viele Menschen verlieren den Job, so viele Menschen, die einfach Geld benötigen. Ich weiß nicht, der eine oder andere feiert hier Weihnachten oder beziehungsweise die meisten hier. So, ich habe das von den einen oder anderen gehört. Yo, Bro, ich muss mir auf jeden Fall gucken, wie ich das jetzt mache. So, Weihnachtsgeld. Ich muss 2 Jobs haben, damit ich auf jeden Fall meinen Eltern was geben kann. So, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist auf jeden Fall langsam harte Zeit, okay? Und sehr viele auch Leute, die über AI reden. Also, diese ganze KI. Wisst ihr, wie viele Jobs verloren gehen werden, wenn KI die Welt übernimmt? So viele Jobs, so viele. Aber ich habe mir ein bisschen auch Kopf gemacht, weil ich hatte auch am Anfang Angst. Ich dachte mir so, ey, wenn KI die ganzen Jobs übernimmt, was bleibt bei uns übrig? Oder? Ich hatte jetzt nicht vor zu arbeiten, aber wisst ihr, so, ich habe Angst auch um meine Mitmenschen. Es gibt 2 Sachen, die AI niemals ersetzen kann. Okay? Aber ich gehe nur auf eine Sache. Community. Community. Jungs, Mädels, ey, dieses Community einfach zu verschaffen, diese Beziehung, diese Interagieren mit Menschen, AI kann das gar nicht ersetzen. Wisst ihr? Weil Emotionen kann man einfach nicht ersetzen. Das kommt einfach vom tiefsten Herzen. Das kannst du nicht mit deinem Gehirn manipulieren. Nein. So, du merkst, ob eine Person Ähnliches meint oder nicht. Wisst ihr? Und deswegen diese Community einfach aufzubauen, dieses Leute einfach, diese Interagieren mit Menschen, Beziehungen aufzubauen. Und deswegen, ey, in diesem Community, was wir überhaupt haben, BYB, was wir einfach hier geschafft haben zusammen, lasst uns bitte diese 3 Eigenschaften haben. Weil, guck mal, ich bin euch offen und ehrlich, ich will jetzt nicht hart klingen, aber fragt euch einfach nur eine Frage. Wie schnell bist du hier ersetzbar? Okay? Weil, wenn du hier einfach ersetzbar bist, Bro, ich glaube, dann hast du hier auf jeden Fall nichts Großartiges geschafft. Wisst ihr? Und manchmal, ich habe sogar manchmal so Angst, ob ich ersetzbar bin. Manchmal mache ich mir einfach den Kopf und ich will gar nicht ersetzbar sein. Weil das ist wie beim Job. Guck mal, in der Tankstelle kann jeder da stehen. Sogar AI. Okay? So. In der Bankberatung, wer, Bro?
Du sagst, ich will einen Dings, einen Kredit haben. Jalla, hier, AI. Wisst ihr? So, aber wenn du, stell dir vor, du kannst mit deinen Wörtern Menschen bewegen. Du kannst einfach, du hast Sachen in deinem Kopf, die einfach so ein AI einfach gar nicht so haben kann, weil du es einfach verstanden hast. Weil du einfach unersetzbar bist, okay? Das ist die erste Sache, was du unbedingt dich fragen solltest. Bin ich ehrlich ersetzbar? Oder bin ich unersetzbar? Und dann mach dich unersetzbar. Okay? Die zweite Sache ist, mach das Beste, was du überhaupt machen kannst. Become the best version of yourself. Okay, auf Englisch gesagt. Versuch einfach das Beste rauszuholen, was du eigentlich kannst. So, ich weiß jetzt, als Beispiel, nur als Beispiel, jemand, der diese eine Strategie kennt. Okay? Dass du es so gut kannst, dass du im Team so krass gebraucht wirst, dass es keine andere Frage kommt, dass es niemand in Frage kommt, außer du. Verstehst du, was ich meine? Als Beispiel. Oder wenn es um Network geht. Ey, keiner kann Ali ersetzen bei mir, weil, ey, ohne Ali, ich wäre heute nicht hier. Es gibt natürlich der eine oder andere Person, der mir auch sehr viel dabei geholfen hat. Da bin ich auch extrem dankbar. So, aber Ali für mich ist gerade unersetzbar. Wenn es um Network geht, wenn es um Trading geht, wenn es um überhaupt um IM geht. So, wisst ihr? So, und deswegen, so, mach einfach das Beste raus. So, hol einfach so viel raus wie möglich. Zum Beispiel, ich kenne den einen oder anderen, der hier Gym durchzieht. So, ich baue mit den Beziehungen auf. Leute, die unternehmerisch ein bisschen weiterdenken. Ich baue mit den Beziehungen auf. Weil, ey, es geht einfach um diese Mastermind. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr den Prinzip vom Mastermind? Da sind einfach so mehreren Ideen, die zusammenkommen und ein großes Gehirn, so ein großes KI aufbauen. So müsst ihr es vorstellen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so zusammen, Ideen zusammengebracht und boom. Man nimmt alles auseinander. Du hast eine andere Perspektive, weil, guck mal, jeder Einzelne von euch hat ein anderes Erlebnis gehabt. Jeder Einzelne von euch hat was anderes erlebt. Jeder Einzelne von euch hat was anderes ausprobiert in seinem Leben. Arbeit gehabt, Beziehungen gehabt. Wisst ihr? Und ich kann von jeder Einzelne lernen. Und deswegen dieser Mastermind-Prinzip, ihr müsst es auf jeden Fall da auseinandernehmen. Als BYB müssen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Deswegen, ich freue mich einfach auf diese Budapest-Zeit. Ich freue mich auf die nächstes Jahr-Zeit. Ich freue mich einfach auf einfach die Zusammenentwicklung, weil glaub mir, diese 38 Personen, die hier sitzen, dann noch diese Personen, die mit Kamera hier anhaben. Ich weiß genau, ich werde euch nächstes Jahr da sehen. Weil irgendwie sind das immer noch die gleichen Gesichter wie vor einem Jahr. Also nicht alle, aber die meisten. Wisst ihr? So, alle, die neu jetzt dabei sind, auch herzlich willkommen. Ne? Aber so. Und ich freue mich einfach auf nächstes Jahr. Und ich weiß, das wird nächstes Jahr einfach alles auseinandergenommen. So, ich weiß es. Ich weiß es. Und deswegen, ey, ich will nicht viel links und rechts reden. Ich bin extrem dankbar einfach für jede einzelne Person. Ich bin extrem dankbar, dass ich 2024 mit euch alle hier anfangen darf und kann. Und deswegen, ey, lass uns bitte auseinandernehmen. Lass uns zeigen, was BYB ist. Lass uns einfach zeigen, aus welchem Holz wir geschnitten sind. Okay? Deswegen, Ali Bro, ich bin extrem dankbar, Bro, dass ich dich einfach habe. Ich bin extrem dankbar, dass ich jede einzelne Person hier habe und dabei sein darf. Und deswegen, lass uns auf jeden Fall auseinandernehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Speakerin. Geil, Zacker, ich danke dir. Da wurde mir sehr warm ums Herz. Deswegen musste ich hier schon glatt mein Pullover ausziehen, dass ich hier im T-Shirt sitze, weil mir schon warm wurde. Bro, ich danke dir auch auf jeden Fall für deine Wertschätzung, die du auch gegenüberbringst. Weil, Freunde, ich werde am Ende gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich glaube, es gibt kein wertvolleres Wort als Danke, glaube ich, in unserer Welt, was wir sagen können, oder? Ich glaube, Danke ist eines der wertvollsten Dinge. Ich glaube, wenn du Danke sagst, machst du eigentlich nichts falsch gefühlt. Deswegen, Zacker, ich danke dir auch vor allem für deinen Part, für deine Zeit, für alles, was du gesagt hast. War auf jeden Fall eine sehr Punktlandung von der Zeit her, deswegen richtig, richtig stark. Und die Entwicklung zu sehen von einem Jahr zu heute, dem Zacker, das ist was ganz anderes. Und ich freue mich, bei euch genau dasselbe in Zukunft sagen zu können und sagen zu dürfen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber ich würde sagen, wir geben das Wort auf jeden Fall ab an die liebe Jasmin. Und zu Jasmin muss ich ein bisschen ausholen, weil Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich kenne sie schon sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, Jasmin, im nächsten Jahr kann ich sagen, ich kenne dich schon 4 Jahre. Ich glaube, Anfang des Jahres 2024 kann ich sagen, ich kenne dich schon 4 Jahre. Das ist schon enorm lange. Ich kenne wenige hier aus diesem Team länger als Jasmin, wenn dann überhaupt nur Leon von früher noch.
Aber das war so irgendwo auch, wisst ihr, und das ist wirklich insane zu sehen, dass eine Jasmin-Loyalität wirklich groß geschrieben hat. Die hat es wirklich verstanden, was es bedeutet, dieses Business hier langfristig zu sehen, weil niemand von euch ist so lange wie sie hier wirklich in diesem Business am Start. Und das zeigt wirklich das muss euch wirklich zeigen, ey, langfristig, was passiert alles in deinem Leben? Was lernst du alles in deinem Leben? Wie verändert sich dein Leben, wenn du dieses ganze Geschäft hier wirklich langfristig siehst? Und genau das hat Jasmin wirklich getan, dass sie langfristig hier ist. Und da, ich weiß einfach, hey, sie ist eine Person, auf sie kann ich mich immer verlassen. Egal, wenn irgendwas ist, auf sie kann ich mich immer verlassen. Immer wenn ich weiß, hey, Jasmin ist hier in diesem Business, Leute, ich kann beruhigt schlafen, weil ich weiß, da ist eine Person, auf die kann ich mich verlassen. Sie ist da, wenn man sie braucht. Sie ist am Start, sie hilft den Leuten, genauso wie Zucker, und hat wirklich auch verstanden, was das bedeutet, das Thema Leadership wirklich anzunehmen. Und das ist nicht einfach, Freunde. Das ist nicht immer einfach, wenn es dir selber vielleicht nicht bestens geht, trotzdem noch da zu sein für andere, wisst ihr? Aber Jasmin meistert das wirklich. Und das bewundere ich an sie. Deswegen, Jasmin, ich freue mich, dass du da bist. Ich gebe dir auch mal den Kurs direkt und würde sagen, Leute, macht mal Welle in den Chat für die liebe Jasmin. Let's go! Yes, hallo, was geht ab, Leute? Erstmal richtig nice. Freut mich auf jeden Fall, dass wir hier auf diesem Call wieder hier am Start sind, dass wir wieder Team-Call haben. Und es ist sogar der letzte Team-Call für dieses Jahr, was, glaube ich, nochmal so ein bisschen ja, das Thema auch bestimmt, worüber man dann im Endeffekt spricht. Aber ich bin euch ehrlich, es stehen echt wilde Dinge an, ne? Wenn wir mal so in die Zukunft blicken. Also, ich glaube, dass das Allerwichtigste, worauf wir gerade unseren Fokus legen sollten, ist Budapest, also auf jeden Fall Februar, 15. bis 18. Wenn du jetzt noch keinen Urlaub hast, ich habe vorhin auch mit Partnern gecallt, die noch nicht mal Urlaub sich genommen haben, etc. Deswegen, wenn du jetzt noch keinen Urlaub hast, wenn du auch noch kein Ticket hast, dann kümmere dich bitte jetzt sofort darum. Jetzt sofort, nicht erst im Februar, weil ich habe heute Mittag auch nach Flügen geschaut. Die sind noch sehr, sehr, sehr günstig. Heißt das erstmal vorab, dass ihr das unbedingt macht, weil glaubt mir eine Sache, ich sage es immer wieder, jedes Mal, wenn ich Conventions promote, auch bei Leuten, ich wäre nicht mehr bei AEM, wenn ich nicht auf allen Conventions gewesen wäre. Sage ich euch so, wie es ist. Ich wäre schon längst gequittet, sonst irgendwo, keine Ahnung wo. Deswegen nimmt das wirklich ernst und macht euch bewusst, dass es eine Pflichtveranstaltung ist. Wenn du hier in diesem Business bist, dann ist eine Convention eine Pflichtveranstaltung und dann sollte es für dich Standard sein, dass du dir ein Ticket holst. Am besten schon, wie einige auch hier auf dem Call, dass sie, also das weiß ich auf jeden Fall, dass sie sich schon bei der Convention, zum Beispiel in Zagreb, dass sie sich dort schon ein Ticket geholt haben. Glaubt mir, Leute, das ist der absolute Key. Jeder Chairman und so weiter kann euch das, glaube ich, nur bestätigen. Ja, Mann, aber ich glaube, da wir bald ein neues Jahr haben, erstmal wichtiger Reminder für dich hier, wenn du gerade hier aufmerksam zuhörst. Vertrau mir bitte eine Sache, 2024 startet nicht am 1.1., am 1. Januar, wenn du vielleicht, weiß ich nicht, der ein oder andere, keine Ahnung, was ihr macht an Silvester, aber wenn du zum Beispiel verkatert aufwachst oder sonst was, es beginnt nicht dann, sondern es beginnt heute, heute am 18. Dezember. Und ich glaube, das ist erstmal so wichtig zu verstehen, weil ich bin euch ehrlich, die meisten, wenn sie so denken, oh, okay, wir haben jetzt ein neues Jahr, sie sind so voll. Im neuen Jahr wird alles besser, so wisst ihr, so dieses Durchschnittliche. Also ja, ich setze mir jetzt Vorsätze und bla bla bla. Im Januar ist das Gym auf einmal voll, im Februar ist wieder leer. So, man sieht nur die OGs so, die dort immer sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber der Punkt ist der, dass du dir natürlich deine Ziele steckst, dass du dich vor allem committest, diese Ziele auch zu erreichen. Aber ich finde, eines der wichtigsten Punkte ist, dass man sich selber bewusst macht, dass es vielleicht nicht wirklich einfach wird, weil man stellt es sich immer so easy vor. Wisst ihr, was ich meine? Also bei mir ist das zumindest so. Ich setze mir so ein Ziel, denke mir so, ah ja, easy, mach ich easy. Wisst ihr, so ein bisschen vielleicht das Überschätzen von sich als Person. Aber ich finde, es ist wichtig, das wirklich greifbar für sich zu machen. Und das selber habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich mir wirklich greifbare Ziele setze, dass ich nicht sage, so, natürlich, versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, groß zu denken und wirklich groß, sage ich mal, an seine Ziele zu glauben und so weiter. Aber steck dir bitte greifbare Ziele, dass du es wirklich auch erreichen kannst. Und natürlich kannst du auch Chairman 10 gehen, wenn du ein Jahr komplett durchballerst, zu 100%. Aber wenn du vielleicht gestern erst frisch gestartet bist, ist das vielleicht nicht wirklich ein greifbares Ziel. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass man sich wirklich erstmal Ziele setzt, vor allem auch mit deinem Commitment. Und wirklich, sage ich mal, ja, sich vorbereitet auf das Ganze. Sich vorbereitet, weil es wird Tage geben, da bist du nicht im Flow. Es wird Tage geben, da wirst du auf den Boden fallen. Aber gute Nachricht, tiefer als auf den Boden zu fallen, kannst du nicht. Deswegen alles wird gut. Aber ich finde, das ist so wichtig, dass man wirklich
sich die richtigen Ziele vor allem steckt, was das erstmal angeht. Und dann der zweite Punkt. Ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht, beziehungsweise das, also ich will euch einfach meine Erfahrungen mitgeben, nicht irgendeine Scheiße einfach ablesen. Aber was ich vor allem auch sehr, sehr oft mache und was mir sehr, sehr hilft, und das mache ich nicht nur Ende des Jahres, sondern tatsächlich eigentlich gefühlt jeden Tag oder jede Woche zumindest einmal, und das ist Reflektieren. Und ich sage euch eine Sache: Ihr könnt so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch so viel Mentorships anschauen, wie ihr möchtet. Wenn ihr euch nicht selber reflektiert, sei es einmal am Tag oder sei es einmal in der Woche, am Sonntag zum Beispiel, bietet sich super an, ihr werdet nicht vorankommen. Weil ich persönlich finde, reflektieren ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch eine Sache, das habe ich zum Beispiel vorhin noch zu einer Teampartnerin gesagt. Sie hat mir so ein paar Fragen gestellt, und das Ding ist, so natürlich kannst du deine Upline oft Dinge fragen. Aber ich finde, eines der wichtigsten Punkte, vor allem zum Thema Reflektieren, ist, dass du vielleicht mal an gewissen Punkten aufhörst, immer zu anderen Leuten zu gehen und nach anderen Meinungen zu fragen, sondern wirklich mal auf deine eigene Meinung hörst. Wirklich mal schaust, hey, okay, dass du dir selber vielleicht diese Fragen stellst und vor allem selber dir diese Antworten geben kannst. Weil Leute, ich sage es immer wieder, jede Antwort, alles, was du brauchst in deinem Leben, in deinem verdammten Business, alles ist schon in dir. Und das ist deine Antwort. Heißt, du musst dir eigentlich nur die richtigen Fragen stellen, damit du, sage ich mal, selber dementsprechend darauf antworten kannst und die Dinge dann vor allem umsetzen kannst. Genau. Und ich bin euch ehrlich, der nächste Punkt ist so eine Sache, wo ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Liegt vielleicht auch daran, dass, ja, ich hab mich selber mal so ein bisschen reflektiert, auch das letzte, sage ich mal, das letzte Jahr. Und ich finde, die meisten Menschen verstehen erst zu spät, was sie getan haben, beziehungsweise was sie nie getan haben, und bereuen es dann. Versteht ihr? Und ich finde es krass, weil ich habe letztens drüber nachgedacht und ich dachte mir so, hey, okay, Jasmin, chill mal, du bist erst 20, weißt du? So, das Leben geht ja noch ein bisschen weiter, du wirst hoffentlich schön alt und so weiter. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, hey, okay, irgendwie macht das keinen Sinn, wisst ihr, wenn man jeden Tag immer noch so lebt, wie es einem gerade passt, oder immer noch darauf hört, was man gerade fühlt, etc., sondern wirklich in diesen Flow-Modus zu gehen und wirklich die Actions zu machen, die du machen solltest. Weil, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber ich bin euch ehrlich, so eigentlich macht man sich erst später, glaube ich, darüber Gedanken. Aber ich habe mir echt so die Frage gestellt, und ich meine, wir wissen das gar nicht, ob wir morgen, wenn wir morgen einen Call hätten, wir wissen nicht, ob wir alle morgen in diesem Call zusammensitzen würden. Wisst ihr? So ist es deep, aber es ist so. Und die meisten machen sich keine Gedanken darüber, weil sie denken, ach ja, ich bin jung, ich kann ja rauchen, ich kann mich scheiße ernähren, ist ja scheißegal. Oder ich kann jetzt auch mal eine Woche nichts fürs Business machen, weil ich habe ja später immer noch Zeit. Ich kann das ja später auch immer noch machen. Und ich sag dir eine Sache, du hast keine Zeit. Du denkst nur, du hast Zeit. Aber im Endeffekt, wenn man das ganze Leben mal betrachtet, es ist viel zu wenig eigentlich. Was sind denn 80, 90, 100 Jahre in der gesamten Weltgeschichte? Es ist nichts. Es ist ein Funken. Es ist gar nichts. Heißt, dass du dir das mal vor allem bewusst machst. Und ich meine, selbst wenn du vor allem noch angestellt bist, ganz normal, ich selber, ich habe auch einen ganz normalen Job noch, sage ich euch for real, dann schau, dass du vor allem die Zeit nutzt, die du hast am Tag. Und genau das meine ich zum Beispiel mit Flow State, dass du wirklich in diesen Flow-Modus reinkommst, weil viele haben immer Probleme damit. Und so viele kommen immer auf mich zu, sagen so, ja, ich lasse mich die ganze Zeit ablenken oder ich bin nicht in diesem Flow und so weiter. Und der erste Punkt ist erstmal, dass du dir die richtigen Fragen stellst und dass du dir vor allem ehrlich und direkt selber darauf antwortest und schaust, was du besser machen kannst. Aber vor allem einer der krassesten Game Changer, die ich, sage ich mal, im Business gelernt habe, der erste Punkt für Flow State, ich sag euch ehrlich, ist Akquise. Ich weiß nicht, wenn ich Akquise mache, wenn ich 5 First Calls am Tag habe, ich bin im Flow. Es ist das Geilste an diesem Business. Ich liebe es. Aber vor allem, du kannst richtig krass in den Flow State kommen, wenn du, sage ich mal, die Zeit hast, du dir jetzt die Zeit, sag ich mal, steckst, die du hast, und die dann dementsprechend komplett durchplanst. Heißt zum Beispiel, wenn du an dem Tag 5, 6 Calls machen willst, dann mach die alle hintereinander. Steck das hintereinander, zum Beispiel auch mit Personal Development und so weiter und so fort. Weil dann bist du 4, 5 Stunden oder 6, 7 Stunden, kommt ganz drauf an, was du für ein krasser Hustler bist und wie du es wirklich ernst meinst, bist du die ganze Zeit in diesem Flow-Modus. Und das kannst du von Tag zu Tag wiederholen, weil wenn du einmal draußen bist aus diesem Flow-Modus oder aus diesem Flow-State, wird es sehr, sehr schwierig für dich, wieder da hineinzukommen. Heißt, das kann ich euch mitgeben, was das auf jeden Fall betrifft. Und ja, stell dir mal selber auch die Frage, gerade was, ich habe vorhin über Ziele gesprochen und ich finde, das ist ja bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, aber ich finde, es gibt immer 4 Bereiche, in denen man sich vor allem, sage ich mal,
sehr, sehr krass weiterentwickeln kann. Und das sind auch die Bereiche, sage ich mal, die du dir, sage ich mal, vor allem, wo du dir Gedanken drüber machen solltest. Und darüber spricht Ilya auch immer. So, und deswegen, wenn du nicht genau weißt, was das bedeutet, aber ich denke mal schon, dann google es gerne oder so oder informier dich dann, aber ich denke, es ist eigentlich easy. Aber der erste Bereich ist dein physischer Bereich, oder wie nennt man das? Physischer Zustand, keine Ahnung. Dein physisches einfach. Bis hier. Also deine Psyche und so weiter, etc. Dass du, oder nee, warte, ist falsch. Dein physisches. Also ihr wisst, was ich meine damit, aber dass du da vor allem in diesem Bereich erstmal schaust. Dann Mentalität, also vor allem der mentale Bereich, dass du da schaust, was lässt du jeden Tag in deinen Kopf rein? Hast du wirklich ein Passwort auf deinem Mindset oder beschäftigst du dich noch gar nicht mit Personal Development und so weiter und so fort? Dann so das Körperliche, sag ich mal. Also wie, ich glaube, das gehört auch zu physischen, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht ganz drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Aber das Körperliche ist vor allem, sag ich mal, gehst du ins Gym, bewegst du dich, was tust du für deinen Körper gegen Stress etc., all diese Sachen. Und dann der letzte Bereich, der vierte, ich glaube, dann habe ich auch das, ist der emotionale Bereich. Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Bereiche. Und ich sage euch eine Sache, 2023 war das Jahr, wo ich am meisten über dieses Thema gelernt habe. Erstens, nicht, also klar, ich habe mir viele Sachen dazu angeschaut, aber vor allem, weil ich, sage ich mal, die Dinge durchgegangen bin, weil ich es erlebt habe in meinem eigenen Leben. Und das ist auch das Krasse, was Marvin zum Beispiel gestern gesagt hat, wenn du die Dinge durchgehst, weil es ist cool, es irgendwo zu hören und es ist vielleicht auch cool für dich, jetzt es zu hören und du es selber noch nicht mal durchgemacht hast. Aber ich finde, das ist so wichtig zu verstehen und vor allem in diesem Bereich so krank stark zu werden, weil ich sage dir eine Sache, egal ob in diesem Business oder was weiß ich, was sonst noch kommt, aber es ist so, so wichtig, dass du in diesem Bereich stark wirst, was das Emotionale betrifft. Auch an die Frauen hier, ne? Ganz wichtig. Auch an die Frauen hier. Nicht nur an die Männer, weil ich glaube, Männer haben das eh noch mal immer ein bisschen besser im Griff. Aber vor allem auch an die Frauen hier, an die Ladies hier, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr nicht nur was macht, wenn ihr gerade Bock drauf habt oder eure Hormone danach spielen, sondern es auch macht, wenn es vielleicht gerade nicht so ist. Und das ist so wichtig, weil wenn du das nicht verstehst, du wirst nicht weit kommen in diesem Business. Und ja, Mann, deswegen schau, wo kannst du an diesen vier Bereichen arbeiten? Wie kannst du jeden Tag deine To-Do-Liste schreiben, dass du alle vier Bereiche abgedeckt hast? Und dann wird, glaube ich, 2024 eines der krassesten Jahre für dich. Ich bin euch ehrlich, ich bin sehr, sehr excited drauf, was passieren wird, was abgehen wird. Vor allem in Budapest kommen auch wieder einige neue Sachen auf uns zu. Und ja, da allein für Budapest, das ist dann auch mein allerletzter Punkt, bevor ich dann wieder abgebe. Aber ich bin euch ehrlich, jetzt ist doch gerade der Moment, wo du dir mal die Frage stellen solltest, hey, okay, habe ich die letzten Monate oder die letzten paar Wochen, Tage so viel gemacht, dass ich, sage ich mal, in Budapest auf der Bühne meine Resultate präsentieren kann? Oder hast du es nicht? Weil, schau mal, selbst wenn du es jetzt vielleicht noch nicht hast und wenn du dir vielleicht gerade denkst, scheiße, ich habe eigentlich die letzte Woche gar nichts gemacht oder ich habe richtig wenig gemacht oder ich habe davon zu wenig gemacht. Weil oftmals sind es nicht die Dinge, die wir falsch tun, sondern es sind die Dinge, die du gar nicht tust. Und das ist so wichtig, dass man, sage ich mal, jetzt handelt. Stell dir mal heute die Frage, hey, okay, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt gerade handle, was ich jeden Tag mache, werde ich in Budapest auf der Bühne stehen? Werde ich mit irgendwelchen Resultaten in Budapest oder zumindest dort in Budapest sein? Selbst wenn du P6 gehst, ist besser als Unranked zu sein. So, kommst da nicht auf die Bühne, aber du bist trotzdem im Publikum und bist P6 gegangen. Wisst ihr, wenn du jetzt zum Beispiel noch komplett Unranked bist, sonst easy P1, P2, rein da. Genau. Aber ja, stell dir diese Frage und dann handle genau danach, weil du brauchst dich nicht wundern in Budapest, wenn alle wieder dort sitzen und glaub mir, ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut und ich hasse es, wenn ich dort sitze und mir denke, scheiße, warum habe ich nicht mehr gemacht, sonst würde ich genauso auf dieser Bühne stehen. Und es ist ein Scheißgefühl, es ist ein Scheißgefühl, wenn du Dinge bereust in deinem Leben, wenn du Reue verspürst, etc. Deswegen sei nicht diese Person, sondern handle jetzt schon, als wäre 2024 und mach nicht einen auf, ich muss mir Vorsätze setzen und bla 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 und im Februar kackst du ab, weil du gar nicht mehr klarkommst. Wisst ihr? Deswegen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, das sind so meine Punkte zum neuen Jahr und ich hoffe, ihr konntet da auf jeden Fall was mitnehmen. Aber sonst würde ich sagen, ich gebe das Wort wieder ab an unseren guten Ali Atscher und ich sage euch ehrlich, Leute, ich kann das, was er vorhin gesagt hat, ich bin da gar nicht drauf eingegangen, aber ich kann das wirklich nur zurückgeben, was er, sage ich mal, zu mir, also wie er mich geedified hat, sage ich mal. Weil ich bin Ali selber so, so dankbar. Ich sage euch ehrlich, egal,
in welchen Phasen ich in meinem Leben war, wie schlecht es mir ging, wie gut es mir ging, wie on fire ich war, etc. Ali ruft mich jeden einzelnen Tag an. Und das seit 3 Jahren. Das seit 3 Jahren. Und das macht er nicht, weil ich irgendeine Zahl nur in seinem Backoffice bin oder weil er sich denkt, keine Ahnung was, sondern er macht das, weil er wirklich ein wahrer Leader ist und weil er Leadership mittlerweile so, so krass verstanden hat. Ich bin euch ehrlich, ich finde es krass. Ich meine, ich kenne Ali auch, glaube ich, als alle, also ja, als die meisten hier, sage ich mal, am längsten so, außer vielleicht einen Stumpf hier, ne, Leon Stumpf. Aber das finde ich so krass, weil am Anfang waren da so ein paar Punkte, wo man vielleicht noch hätte dran arbeiten können. Ich meine, man kann immer an einem arbeiten, aber mittlerweile, ich finde es so inspirierend, was Ali für eine Person geworden ist, was er für ein Leader geworden ist. Ich muss mir manchmal selber so, keine Ahnung, ich an die Ohren fassen oder wie man dazu sagt. Ich finde es krass, wie er sich entwickelt hat, wie krass er dieses Team leitet und vor allem, was er für eine Vision für uns hat und wo er mit uns, sage ich mal, langfristig hin will. Deswegen, Ali, ich würde sagen, ich gebe dir auf jeden Fall wieder das Wort. Wir lieben dich alle. Ich glaube, da kann jeder zustimmen. Und ja, Mann, Leute, lasst uns ein gutes neues Jahr auf jeden Fall haben in ein paar Tagen. Let's go. Jasmin, ich danke dir auch für deine lieben Worte. Ich bin auch live gerade parallel auf Instagram. Mal gucken, wer hier live ist, aber nicht hier auf dem Team-Call. Der kriegt mit mir auf jeden Fall zu tun. Nein, aber ich hoffe, jeden einzelnen von euch haben die Parts auf jeden Fall gefallen von Zacke und Jasmin, weil ich bin euch ehrlich, ich will nicht immer sprechen. Ich will nicht immer sprechen. Ich will andere hier nach vorne bringen. Wisst ihr? Ich will andere nach vorne bringen auf die Bühne, weil es ist cool, wenn ich etwas kann, aber es geht nicht darum, was ich kann. Es geht nicht darum, was du kannst. Es geht darum, was kann jeder lernen. Was ist duplizierbar? Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, hier in diesem Business, okay? Und jeder kann das eigentlich lernen. Jeder kann das lernen, was Finn kann, was Leander kann, was Marvin kann, was Ilya kann oder sonst wer. Jeder einzelne von euch kann das wirklich lernen. Und ganz kurz noch zu Budapest. Ich will dazu auch noch ein, zwei Sachen sagen. Leute, schaut mal. Wenn dein Chef morgen eine Ankündigung macht, dass ihr eine Firmenveranstaltung habt, am Samstagabend, du bist der Erste, der dort sein wird. Du wirst sofort Ja sagen. Leute, Budapest, müsst ihr euch genauso vorstellen. Budapest müsst ihr euch genauso vorstellen. Das ist das größte Ereignis. Niemand geht in Stadien, füllt Events mit 10.000 Leuten, außer EM. Niemand macht das. Niemand. Zeigt mir eine Firma, die das zweimal im Jahr macht. Niemand. Und deswegen freue ich mich so gerade wirklich auf die Convention in Budapest. Bin absolut ready dafür. Und das, was Jasmin gesagt hat, so ein paar ähnliche Punkte wollte ich eigentlich auch sagen, wie du wirklich 2024 zu deinem Jahr machen kannst. Und es geht nicht nur darum, 2024 zu deinem Jahr zu machen, es geht darum, jeden einzelnen Tag zu deinem Jahr, zu deinem Tag zu machen und den Tag zu meistern. Weil guck mal, ich hatte gestern vielleicht auch nicht einen der besten Tage hier, wisst ihr? Ich habe die ganze Woche war sehr, sehr, sehr gut. Sonntag war so ein bisschen Challenge. Ihr müsst euch vorstellen, dann saß ich am Abend da und dachte mir, ganz kurz, morgen wird besser. Aber dann dachte ich mir, Ali, hör mal auf, so rumzuheulen. Warum wird morgen besser? Warum wird nicht jetzt besser? Weil Leute schieben gerne die Verbesserung auf morgen, auf das neue Jahr. Ja, neues Jahr, da gebe ich Gas. Neues Jahr fange ich mit den Dingern. Nein, Mann, so wie es mir gesagt hat, wer weiß denn, ob das ein neues Jahr für dich überhaupt gibt? Sorry, klingt hart, aber Leute mit einer richtigen G-Einstellung, mit einer Macher-Einstellung, mit einer Boss-Lady-Einstellung, die fangen jetzt an, Dinge zu verändern. Die beeinflussen jetzt die Dinge. Warum? Weil du kannst jetzt die Dinge ändern. Du kannst jetzt die Dinge in deinem Leben ändern. Du musst nicht warten, bis morgen um 7 Uhr der Wecker klingelt und ein neuer Tag ist oder bis der Erste ist. Nein, du kannst jetzt immer die Dinge beeinflussen in deinem Leben. Und das ist sehr wichtig zu meistern. Und ich bin euch ehrlich, ich habe in diesem Jahr viel gelernt. Ich bin in diesem Jahr aufgestanden, wisst ihr? Ich finde, in diesem Jahr bin ich aufgestanden. Und in diesem Jahr habe ich wirklich Dinge verstanden, wie in jedem Lebensbereich zu wachsen. Und das musste ich irgendwo verstehen und meistern, um als Person zu wachsen. Jasmin hat das gerade schon so ein bisschen gesagt, ein bisschen vorweggenommen. Ich habe das aber so ein bisschen ähnlich. Ich habe das nochmal so ein bisschen unterteilt. Eigentlich, es gibt drei wichtige Dinge, in denen wir wachsen müssen, oder? Es ist einmal unsere Körperlichkeit, also dein Body, also wie du dich körperlich fühlst. Wie du dich ernährst, wie viel Sport du wirklich machst. Dazu zählt natürlich, ins Gym zu gehen, Leute. Ich war letzte Woche 7 Tage am Stück, habe ich Sport gemacht. Ich war 5, 6 Mal im Gym. Ich habe Fußball gespielt. Wisst ihr, ich hab mich immer körperlich bewegt. Ich habe irgendwas gemacht. Jeden einzelnen Tag in der letzten Woche, von Montag bis Sonntag. Ich habe mich so gefühlt, als könnte ich Bäume zerreißen, wisst ihr? Deswegen ist wichtig, if you feel your best, you can give your best. Wenn du dich gut fühlst, kannst du dein Bestes geben, oder? Ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Deswegen sehr, sehr wichtig, dass du erstmal daran arbeitest, an deinem Body. Der zweite Punkt ist an deinem Mind, dass du hier oben wirklich klar wirst. Viele Leute sind hier oben noch vernebelt, checken die Dinge nicht. Ich war lange bei mir auch so. Aber es ist wichtig, dass du an deinem Mind arbeitest. Und wie machst du das?
Ich zeige es euch. Ganz einfach, wie du dich jeden Tag inspirieren lassen kannst. Siehst du den hier in der Mitte, Ilya Zubix? Seht ihr den hier rechts, Richard Büttner? Jeder von euch kann auf diese Leute zugreifen. Jeder kann von euch auf diese Leute zugreifen. Schaut sie euch an, Tag für Tag, jeden Tag. Und ich schwöre euch, zieht das 30 Tage durch. Schaut euch 30 Tage Ilya Zubix an. Danach werdet ihr eine ganz andere Person. Ihr werdet danach eine ganz, ganz andere Person. Wenn ihr diese Inspiration hochhaltet, wenn ihr wirklich diesen Leuten zuhört und Gas gibt, so arbeitest du an deinem Mind, an deinem Mindset. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, an diesen Dingen zu arbeiten. Der dritte Punkt ist dein Soul, also deine Seele. Und ich glaube, wie fühlst du dich seelisch gut? Erstmal dein Inneres muss klar werden. Du musst Dinge akzeptieren in deinem Leben. Du musst dich Herausforderungen stellen. Du musst die Vergangenheit akzeptieren, weil warum heißt die Vergangenheit vergangen? Sie ist vergangen. Schaut mal, ich bin euch ganz ehrlich, Leute, um dieses Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, ganz kurz. Wir hatten dieses Jahr Leute, die sind jetzt nicht mehr da. Wir hatten dieses Jahr Leute mit Erfolgsstorys, die sind auch nicht mehr da. Dinge passieren, Dinge kommen, Dinge gehen. Aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders eine andere Tür. Wisst ihr? Und dafür bin ich dankbar. Weil wenn sich diese Tür vielleicht woanders nicht geschlossen hätte, hätte man nicht auf die anderen Türen geachtet, die sich gerade eröffnen, mit neuen Chancen, mit neuen Möglichkeiten. Auf einmal sind neue Leute in den Fokus gekommen. Auf einmal sind andere Erfolgsstorys gekommen. Wisst ihr, das, was vielleicht noch verdeckt war, weil man an alten Türen festgehalten hat. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Dinge passieren in deinem Leben. Dinge kommen und gehen. Wichtig ist aber auch, dass du, genau so wie Leles Ventschrepp, alles hat seine Gründe. Alles im Leben passiert für dich. Du wirst es am Anfang nicht immer verstehen. Für manche Dinge brauchst du Monate, für manche Dinge brauchst du Jahre, bis du sie verstehst, warum diese Dinge passiert sind. Ich, in meinem Leben sind Dinge passiert, vor 2,5 Jahren sind Sachen in meinem Leben passiert. Ich habe sie erst nach 2 Jahren verstanden, warum sie passiert sind. Nach 2 Jahren habe ich erst verstanden, warum diese Dinge in meinem Leben passiert sind. Und ich wusste, Gott sei Dank sind diese Dinge in meinem Leben passiert. Und dafür bin ich verdammt dankbar. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du an diesen 3 Dingen arbeitest. Ich wiederhole nochmal, Body, wie machst du das? Gym, geh spazieren, achte auf deine Ernährung, trink Wasser. Leute, ich trinke ohne Ende Wasser. Ich weiß gar nicht, ich trinke ganz, 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 ganz selten irgendwas anderes außer Wasser. Vielleicht Orangensaft, wisst ihr? Die zweite Sache ist dein Mind. Wie machst du das? Mit Persönlichkeitsentwicklung, jeden Tag. Die dritte Sache ist deine Seele. Das machst du, indem du Dinge akzeptierst, die Vergangenheit loslässt, an deinem Umfeld arbeitest, weil dein Umfeld kann dich entweder erbauen oder erniedrigen. Dein Umfeld ist so verdammt wichtig für Erfolg. Diese 3 Sachen, wenn du dich an diesen 3 Sachen hältst, glaub mir, dir wird es besser gehen. Wenn du dich an diesen 3 Sachen hältst, diese 3 Sachen bearbeitest in deinem Leben, dir wird es zu 100% besser gehen in Zukunft. Sehr, sehr wichtig. Genau. Der nächste Punkt, worüber ich sprechen möchte, sind 3 Regeln, die ich euch geben möchte. 3 Regeln. Und zwar die erste Regel im Leben: Wenn du nicht dem folgst, was du willst, wirst du es nie haben. Wenn du nicht dem folgst, was du willst, wirst du es nie haben. Das ist die erste Regel. Was meine ich damit? Schaut mal. Wir müssen erstmal uns ein Ziel setzen. Leute, ganz, ganz wichtig. Wir müssen wissen, wo wollen wir hin. Wenn wir nicht dem folgen, zum Beispiel das Trading-Konto, den Wank, wenn wir dem nicht folgen, wenn wir da nicht hintergehen, dann werden wir es nie haben. Wenn du das, was du willst, nicht folgst, wirst du es nie haben. Der zweite Punkt, also die zweite Regel im Leben ist, wenn du nicht fragst, wird die Antwort immer Nein sein. Wenn du nicht fragst, wird die Antwort immer Nein sein. Wenn du nicht fragst, wie du dorthin kommst oder sonst was, du brauchst etwas, du hast was an Herausforderungen. Leute, wie soll man einem helfen? Manchmal kamen Leute nicht zu mir mit Herausforderungen und ich habe sie dann gefragt, ey, jetzt mal ernsthaft, wie soll ich dir denn helfen, wenn du mich nicht gefragt hast? Du hast mich doch gar nicht gefragt, wie soll ich dir dann helfen? Deswegen, Leute, wenn ihr etwas braucht, ich wiederhole es mal, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, meldet euch bei den Personen, die euch helfen. Wenn du nicht fragst, wird die Antwort immer Nein sein. Die dritte Regel ist, wenn du nicht nach vorne gehst, wirst du immer am selben Ort bleiben. Wenn du nicht nach vorne gehst, wirst du immer am selben Ort bleiben oder sogar Rückschritte machen. Und dazu habe ich einen sehr schönen Spruch. Erstmal nochmal die 3 Regeln. Wenn du nicht dem folgst, was du willst, wirst du es nie haben. Zweitens, wenn du nicht fragst, wird die Antwort immer Nein sein. Und das dritte ist, wenn du nicht nach vorne gehst, bleibst du am selben Ort. Dasselbe haue ich euch nochmal in den Chat. Und ein Satz. Wenn du nicht weißt, wo du in einem Jahr stehen wirst, dann bist du schon da, wo du stehst. Wenn du nicht weißt, wo du in einem Jahr stehen möchtest, dann stehst du schon da.
Leute, das ist so krass. Überlegt mal selber. Das geht nicht an euch. Euch auf gar keinen Fall. Es gibt Leute, die haben sich in einem Jahr kein Stück verändert. Wisst ihr warum? Weil sie nicht wussten, wo sie dieses Jahr stehen wollen. Ende des Jahres. Sie haben Ende 2022 sich nicht Ziele gesetzt. Sie wussten nicht, wo wollen sie Ende 2023 stehen. Und deswegen stehen sie immer noch am selben Punkt wie heute. Am selben Punkt. Sie sind am selben Punkt. Sie haben sich null weiterentwickelt. Leute, das ist wie ein Lehrer von mir, der seit 40 Jahren dasselbe Auto fährt. Er wusste nicht, was er will im Leben. Er fährt dasselbe Auto. No front an den Lehrer an dieser Stelle, wenn er das mal irgendwann sieht. Aber Leute, es ist wichtig, wirklich zu verstehen. Wo willst du stehen in den nächsten Jahren? Was willst du haben? Was willst du besitzen? Wie soll dein Zustand sein? Es ist so wichtig. So viele machen sich darüber nicht die Gedanken. Deswegen ist wichtig, wo willst du in einem Jahr wirklich stehen? Und dazu ist mir wirklich klar geworden, ich muss mir Ziele setzen. Ich bin euch ehrlich, ich setze mir jeden Tag Ziele. Jeden einzelnen Tag setze ich mir To-Dos. Ich schreibe mir jeden Tag auf, das ist mein To-Do, das ist mein To-Do, das muss ich heute machen. Und das, was auf meiner To-Do-Liste steht, Leute, es kann sonst sein, wie spät, ich werde diese Dinge durchziehen, zu 100%. Ich gehe nicht schlafen, bis ich meine To-Dos erledigt habe. Wenn da steht Gym und es ist 23 Uhr, ich kletter McFit durchs Fenster und gehe dort trainieren. Wisst ihr? Ist mir egal, Mann. Ich mache mein Ding. Wisst ihr? Ich ziehe das wirklich durch. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere To-Dos wirklich durchziehen. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich uns das, was wir vornehmen, auch erreichen. Dass wir wissen, wo wir stehen wollen. Weil nur so kommen wir dort auf jeden Fall auch hin im Leben. Und deswegen waren das so die wichtigsten Punkte, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Ich habe noch ein, zwei kleine Ankündigungen zu machen. Wir werden am 1.1. ein Teamcall machen. Und ich weiß, neues Jahr und so weiter. Aber Leute, wir sind doch keine Schwätzer, oder? Wir sind doch keine Schwätzer. Wir sind Macher, oder? Und deswegen werden wir am 1.1. Teamcall machen. Kickoff mit Almost Chairman 10, live aus Dubai, Finn Heiken, Leute. Finn Heiken wird live aus Dubai wirklich den Teamcall am Montag, den 1.1., ich glaube, das ist Montag, ja, Montag, den 1.1. wirklich machen um 21 Uhr. Deswegen, ich hoffe, ihr seid alle auf jeden Fall ready. Der Flyer wird auch noch folgen. Am Donnerstag, 20 Uhr, findet eine Geschäftspräsentation statt für alle wirklich, die sich interessieren für dieses ganze Business und so weiter und so fort. Und ein Announcement habe ich noch für euch. Und zwar Budapest, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig. 15. bis 18. Februar. Wir werden mit Kolonie auf jeden Fall auftreten. Leute, ich freue mich wahnsinnig drauf, auf die Geschichten, die wieder gemacht werden. Und Leute, jetzt haltet euch fest. Es wird jetzt etwas gedroppt. Das ist für jeden, der dieses Business ernst nimmt, der wirklich hasseln möchte, der das richtige Umfeld haben möchte. Es gibt dazu Voraussetzungen, die werde ich euch noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen noch erklären. Wo das Ganze sein wird, werde ich euch auch noch sagen. Aber, Leute, seid ihr ready? Seid ihr ready? Ich hoffe, ihr seid ready. Wir werden ein Hustle-Out machen, Leute. Wir werden ein motherfucking Hustle-Out auf jeden Fall machen. Viele haben sich gewünscht. Oh, mein Handy ist runtergefallen. Viele haben es sich gewünscht. Viele wollten es, Leute. Es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass wir ein Hustle-Out wirklich machen. Vom 23. bis 25. Februar. Warum werden wir es dort auf jeden Fall machen? Ganz, ganz simpel, Leute. Wir werden dieses Hustle-Out machen. Ich muss auf jeden Fall die Freigabe schon mal hier unterbrechen mit dem Recording. Gebt mir eine Sekunde.